Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ein neues Homatic oder Homatic IP-Gerät in eure CCU anlernt. Um neue Geräte in eure CCU anzulernen, geht ihr oben rechts auf den Button Geräte anlernen. Dann erscheint hier diese Maske und dort müsst ihr unterscheiden, ist es ein Homatic-Gerät oder ein Homatic IP-Gerät. In meinem Fall ist es ein Homatic IP-Gerät und dann habt ihr jetzt hier zwei Möglichkeiten. Die vordere Möglichkeit auf der linken Seite ist, die CCU so gesagt in einen Anlernmodus zu versetzen. Bedeutet, die CCU hört 60 Sekunden auf alle neuen Geräte, die sich auch im Anlernmodus befinden. Das machen wir gleich. Solltet ihr keine aktive Internetverbindung haben oder es Probleme in dem Anlernmodus geben, könnt ihr das Gerät natürlich auch mit dem Key und der SGTIN anlernen. Wo findet ihr das Ganze? Die SGTIN ist auf jedem Gerät aufgedruckt, auf so einem kleinen Aufkleber. Der Key wiederum, der befindet sich auf dem QR-Code, welcher zu jedem Gerät mitgeliefert wird. Ebenfalls beim QR-Code ist auch die SGTIN nochmal drauf. Jetzt versetzen wir die CCU einmal in den Anlernmodus. Der läuft jetzt 60 Sekunden. Und jetzt aktiviere ich auch den Anlernmodus auf meinem Gerät. Dann müssen wir kurz warten, bis das Gerät sich im Posteingang befindet. Und da haben wir es auch schon im Posteingang. In meinem Fall ist es jetzt ein Homatic IP Wandthermostat Basic. Dann können wir uns auch direkt die Channels angucken, wenn wir wollen. Der Funktionstest hat überall OK angezeigt. Und damit haben wir das Gerät auch schon angelernt. Jetzt sagen wir hier fertig. Jetzt wird das Gerät zu unseren Geräten hinzugefügt. Und dann haben wir das Gerät auch hier direkt in unserer Geräteübersicht. Das war jetzt ein extrem kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem geholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns demnächst beim nächsten Video zum Thema Homatic IP. Bis dann, ciao!